Mediocre Loading und herzlich willkommen zu Elmargos zweiten iPhone bzw. iPod Let's Play Granny Smith. So, und damit wir auch ein bisschen Story auch in diesem Let's Play haben, gucken wir uns mal das nette Intro-Video an. So, das sah doch schon mal ganz witzig aus. Also, der miese Junge hat ihr ein paar Sachen geklaut und sie holt ihre alten Rollschuhe wieder aus dem Carport und wir müssen den Jungen jetzt in jedem Level einholen. So, als erstes haben wir hier, können wir unseren Schwierigkeitsgrad einstellen. Dann machen wir mal normal und hier können wir uns auch ein paar Power-Ups kaufen und auch neue Charaktere. Nicht schlecht, aber wir haben natürlich im Moment nur die Oma Granny, auch genannt Granny Smith. Und wir starten in Level 1. So, wir können das Level skippen, auch für 200 Coins, aber das machen wir natürlich nicht. Wir zocken gleich mal los. Also, get the apples before the thief does. Also, bevor der Dieb die klauen kann, sollen wir die Sachen kriegen. Und wir so, da oben können wir replayen. Und ich hab das noch nicht richtig gespielt. Also, ich glaube, man kann gedrückt halten. Genau. Und dann macht sie auch einen sauren Salto. Perfect Landing. Das macht die Granny Smith einen Salto in der Luft. Ist klar. Und die ist ja noch fit oder so. Man verliert ja auch nicht im Alter ein bisschen an sportlich und an Beweglichkeit. Und einen zweifachen Salto. 213 Punkte. Und noch ein. Jo. Den Sprung habe ich nicht geschafft, aber gut, Landing war hier noch zumindest. So einen kompletten Salto, wenn dann schon. Und ja, wir haben Mist. Ah, den Apfel habe ich noch bekommen. Wir haben links unten noch einen Button, aber den brauchen wir jetzt noch nicht. So, haben wir alle drei Äpfel. Ja, erstes Level sollte ja auch nicht zu schwer sein. Und da kommt auch schon der böse Dieb. Und jetzt können wir uns hier ein Replay angucken. 9565 ist hier mein Rekord. Und jetzt kann man sich hier in Ruhe das Replay angucken, aber das überspringen wir. Ja, drei Äpfel, 57 Coins, wir gehen mal in Level 2. Skippen wollen wir jetzt natürlich erstmal noch nichts. Das ist natürlich vollkommen logisch. Und jetzt brauchen wir den linken Knopf, weil jetzt können wir uns an diese Seilbahn einhaken und schön hier längs gleiten mit dem Oma-Stock, genau. Oma-Stock, auch genannt eher Krückstock. Achtung, Grab. So, nicht vergessen hier zu klicken. Also macht super Fun das Spiel. Ich freue mich schon richtig auf das kommende Let's Play. Wird natürlich nicht so viel, ist ja natürlich nur ein kleines iPod-Spiel. Oder iPhone, wie auch immer. Und das finde ich bisher super. Macht auch grafisch einen guten Eindruck, finde ich. Und das macht die Granny Smith sehr gut und jetzt hat sie schon wieder mit ein drei Äpfeln den Dieb überholt und ist ihm auch davon gefahren. So, das war's mit Level 2. Ich hoffe, guck mal, wir haben hier ordentlich was zu spielen. Ordentlich, also da kann ich sagen, da haben wir jetzt erstmal was zu zocken. Aber wir spielen jetzt erstmal hier Level für Level. Da habe ich jetzt auch erstmal am meisten Spaß dran. So, Gas gibt sie von alleine. Wir brauchen jetzt gerade gar nichts drücken und guck dir das an. Ah, der kleine, dicke Junge macht auch doppelten Salto, aber der fährt natürlich auch, damit das auch nicht so schwer ist, fährt er auch extra langsamer. Den überhole ich ja mit Leichtigkeit. Ich muss ja einfach nur zusehen, dass ich keinen Unfall oder so baue, denn gewinne ich ja. Oh, das war knapp. Das macht die Granny Smith im letzten Moment. Also so eine Oma möchte ich gerne haben, will ich mal sagen. Also, die ist doch mal richtig cool drauf und yes, wieder eingesammelt. Aber jetzt wird's knapp. Denn der kleine Räuber fährt uns davon. Ja, dann spielen wir es halt nochmal, ne? Ah, gut. Der kommt uns denn zuvor. Ich muss vor ihm da sein, ja, dann. Level clear, natürlich starten wir da nochmal neu. Das ist natürlich selbstverständlich. Dann habe ich jetzt zum ersten Mal richtig gefailt.
Ach, genau. Stand da ja auch, der Junge darf mir nicht zuvorkommen. Denn gehören sonst ihm die Äpfel. Aber echt lustige Story, muss ich sagen. So, Perfect Landing, das macht die... Sehr gut, die Granny. Granny Smith, mehr weiß man ja auch nicht. Aber total witzige Idee, ich glaube nur von zwei Leuten programmiert. Zwei Männer sind das. So. Sehr geil. Oh, den Sprung schafft sie locker. Landung war jetzt nicht allzu perfekt. Aber ich glaube, ich habe schon wieder da einen Apfel jetzt ausgelassen. Ja, habe ich leider. Ja, starten wir noch einmal ein drittes Mal neu. Alle guten Dinge sind drei. So, jetzt noch kein Apfel. Jetzt muss ich ihn langsam zusehen zu überholen. Genau, damit ich hier auch an den Apfel zuerst rankomme. 1083 Punkte. Fahr mal durch den Baum, das ist eh egal, da war ja noch kein Apfel. Jetzt kommt er gleich bei dem... Erstmal hier durch diesen... Untertagebau, keine Ahnung was. Es ist auf jeden Fall, sieht das für mich so aus. So, jetzt erstmal übers Haus springen, genau, dabei den Apfel natürlich nicht vergessen. Und jetzt... muss ich hochspringen. Oh, ich komme schon wieder da nicht ran, das ist doch Verarschung. Ja... Bringt denn ein paar Äpfel. So, starten wir nochmal neu. So, hier haben wir noch... Ach ja, bei den Leveln, die wir schon gespielt haben, können wir dann darauf klicken und hier auf Movie klicken. So. Dann sehen wir unser komplettes Replay von unserem Highscore. Also wenn wir dreimal spielen oder so, zeigt er dann das Replay an von unserem besten Durchgang. Das ist logisch, ne? Tolle Sache. Wie. 70 Punkte für die Landung, Granny Smith. Let's. Oh, perfect landing. Jetzt fahre ich perfekt. So, alle Münzen bisher eingesammelt, alles. Münzen sind nicht so wichtig natürlich wie Äpfel. Münzen sind nur ein bisschen, dass wir ein bisschen was im Portemonnaie haben, ein bisschen was auf dem Konto. Den Apfel sammle ich von ganz alleine an, da muss ich nichts für tun. So, jetzt, Alter, fliege ich weit. Und jetzt sammle ich auch endlich den Apfel ein, yes. So, mit allen drei Äpfeln geschafft. Und natürlich, glaube ich... So, jetzt habe ich da oben links eine Medaille, was das heißt, weiß ich nicht genau. Aber, ja, wir haben 440 Coins, so ein Helm. Links oben steht, wie viel ich davon habe. Bei 5 für 20 Coins. Ja, was die genau haben, weiß ich nicht. Die kaufe ich mir mal, wenn ich wirklich nicht weiterkomme. So, Skip Level 9. Also so eine Pussy bin ich doch hier nicht. Das wird hier schön gezockt. Ungewöhnlich mal kein App-Review zu machen, sondern ein Let's Play. Für so eine App. Also wenn man sowas wie Hero of Sparta spielt, dann ist das natürlich auch ein längeres Spiel, so Game Loft Games. Aber das ist ja wirklich so mit Leveln. Eine typische Reviewer-App sozusagen. So, der Junge darf mich jetzt nicht überholen. Gut, mal gut, ich flieg nicht hier durch den Zaun. Beziehungsweise durch die Schweine. So, wann kommen die Äpfel? Einen, glaube ich, habe ich schon eingesammelt, ne? Gut. Zwei Äpfel. Dann starten wir nochmal neu. Das ist eigentlich alles gar nicht so schwer. Ich stelle mich vielleicht auch ein bisschen blöd an. So. Dann kommt der erste Apfel. Jetzt. Gut, das war nicht so gut, weil ich nicht direkt reingeflogen bin in diesen... Ja, das ist das... Da hat mich immer in so ein Tagebau oder wie die Dinger heißen. Aber es ist echt geil gemacht jetzt über die Schweinskoppel. Und grafisch überzeugt das auch das Spiel, wie schon gesagt. So, das ist alles nicht so wichtig. Ja, genau, durch den Zaun, das wollte ich eigentlich vermeiden. So. Good landing. So, und jetzt ordentlich Schwung holen. Und den Apfel einsammeln, yes. Perfekt, Level cleared. 3 von 3 Äpfeln. Und 53 Coins. So.
Und jetzt ging es hoch und jetzt geht es wieder ein Stück nach unten zum nächsten Punkt. Also heißt das überall das gleiche? Ne, Rocky Road. Ja, The Garden. Ah, haben alle sogar Namen. Das erste war Warming Up natürlich, eine kleine Aufwärmphase. Try the Cane. Rocky Road. The Garden. Der Garten. Und jetzt geht's zu Cabbage Land. Das Salatland. Genau. Ich kann mich noch gut dran zurückerinnern, dass doch Cabbage Salat heißt. So. Das nicht vergessen, sonst rausche ich hier dran vorbei. Ab durch den Baum. Und weiter geht's. Und der will mich jetzt hier überspringen, oder was wollte der? So. Cabbage Land, da hat man schon gesehen. Hier gibt's Salat, hier wird's ordentlich grün. Ab durchs Haus. Ja, genau. Fangen dir mal ein paar Splitter ein, ne? Realismus, denn doch vielleicht ein Abzug in der B-Note, aber das macht alles nichts. Und jetzt ab durch den Heuhaufen, genau, Heuhaufen. Das macht der Granny alles gar nichts. Die fährt auch einfach jetzt durchs Haus, jetzt nochmal boom, boom, so, und 3 von 3 Äpfeln. Und jetzt kann auch meinetwegen schon das Ziel kommen. Und kommt's auch. Level cleared. 34 und da kommt schon der Lappen und 7063 Coins insgesamt. Punkte meine ich, sorry. Insgesamt Coins habe ich 575. More haben wir hier unten noch. Twitter, Facebook, Raid, 9. Wir wollen zocken. Und jetzt geht's zu The Groove. Oder war das ein Doppel-O? Groove? Nee. Groovy, Baby. Wer kennt das? Austin Powers, aber... naja, mit Austin Powers hat das jetzt nicht viel zu tun, aber das ist so lustig. Davon gibt's viele Filme. Ist richtig funny. Und das ist richtig lustig. Also Austin Powers Film, ne? Und dann sagt er immer so, Groovy, Baby. Also um halt irgendwelche Frauen anzumachen, das ist... Nun ja. Ob die Frauen jetzt darauf stehen, ist eine andere Sache. Auf jeden Fall ist das so eine James-Bond-Verarsche, weil er auch ein Spion ist, aber einfach nur kläglich versagt. Total lustig. Auch von Spionfarschen gibt es natürlich auch viele Filme. Zum Beispiel auch Get Smart, auch total witziger. Oder The Pink Panther, also der rosa-rote Panther. Auch die Verarsche mit Steve Martin, auch super lustig. Also. Aber das kann man ja auch gut verarschen, wie dumm und dämlich sie sich anstellen, wenn sie irgendwen verfolgen wollen und einfach nur total auffällig sind. Das ist auch des Öfteren total zum Ablachen. Ja. Denn war's das für Part 1 von Let's Play Granny Smith auf dem iPhone und auf dem iPod Touch. Mal wieder was anderes. Das war Part 1, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann.